Ja klar, Junge. Nein, niemals. Spring nicht so fest und drücken. War ich gut oder war ich gut? Ja, richtig, richtig gut. Ehrlich? Nein, das ist nicht dein Pferd. Was ist das, Alter? Ja, ein abgerissenes Bein. Gebracht, aber er wollte ihn auch nicht. Ich hab's gecheckt, wie das funktioniert. Was machst du da? Eigentlich wollte ich meinen... Das geht? Da, da. Wo? Das da. Von einer Mate ausgeschissen. Mama? Nein. Du wurdest aus einer Mate gequetscht. Was ist das für ein Haus? Also, das hier nochmal im Blick behalten, das ist ja wichtiger. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich irgendwas unten so. So, jetzt. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ihr seht nicht, wo wir hingucken. Und wir sind Bauchredner. Yes, nee, yes. Nicht, ich nicht. Ich sprich durch die Nase. Durch die Nase. So, jetzt aber okay. So, nochmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu einer Fortsetzung mit dem Senseless Survivor, also mit mir und meinem jämmerlichen Sohn, der keinen Namen hat. Der kein Survivor ist, wenn er heute nicht 110% gibt, schafft er es nicht mehr heil aus diesem Zimmer raus. Ach, aber ja. Und willkommen zu Red Dead Redemption 2. Genau. Red Dead Redemption 2. RDR. RDR. Fortsetzung. Wo sind wir überhaupt? Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Waren wir zum Schluss hier gelandet? Was ist das? Achso, du bist in der Stadt. Unser Lager, Alter. Nein, das ist nicht dein Lager, du bist in der Stadt. Ach so. Ich habe den Galgen dann noch nie gesehen, ne? Den Massengalgen, da kannst du sogar mehrere dran aufknüpfen. Oh, lass uns das mal gucken, ob wir alles. Nein! Ach doch. Wir haben ja dort Aufnahme-Sound. Da muss ich das synchronisieren. Ja, das passt, das geht. Ja. Weil ich das sonst immer so gemacht habe. Sonst haben wir es immer über Nvidia mit aufgenommen. Mhm. Und jetzt haben wir es separat über Audition. Klar doch. Okay. Ich weiß alles. Das sagt ja nichts. Doch, doch, alles klar. Logisch. Und los, gehen wir mal zum Galgen. Im Holz drin, so der Erfahrung geht so. Der Stamm geht so durch. Ich hänge mich gleich mal auf. Ja, das ist eine gute Idee. Guck mal, mit Fallboden. Ja, krass. Kannst du den Hebel ziehen? Ist das so synchronisiert, dass wenn ich so zeige, dass sie auch das gerade sehen? Oder so? Sollte so sein, ne, so ungefähr. Die sehen das nicht, wohin du zeigst, aber. So da, so auf den Hebel. Ey, was macht man überhaupt? Was ist unsere Aufgabe, unsere jämmerliche? Haben wir so eine Art Questlog? Ja, du musst da vorne in die Stadt rein. Geradeaus. Aber wir waren doch letztens. Er ist an der Bändeltür. Siehst du das auf der Karte? Ja, das ist gelb. Ey! Kartoffeln, was? Oh, im Saloon, Alter. Geil. Jetzt wird gesoffen. Jetzt wird gekloppt. Ah ja, du suchst ja nach diesen Charles. Echt? Ja. Wusste ich gar nicht mehr. Du musst ja vorhin an die Theke, du willst doch was trinken. Ah, jetzt. Ne, das ist nicht Charles, das ist der andere. Ja. Die sind doch fake. Die sind doch fake. Kann gar nicht sein. Pussycat. Exactly. Genau, of course. Was natürlich. Ist das überhaupt für ein... Das ist doch ein Indianer, oder? Wer? Der daneben, mit dem Messer. Das war ich. Nee, keine Ahnung. Das ist doch ein Indianer. Ja, natürlich. Aber... Der klammert sich so nicht drin. Er hat eine Schrotflinte im Gürtel. Ja, der hat auch einen Revolver gehabt. Was hat er für ein komisches Geräusch? Ah, ich weiß, was jetzt, du jetzt hast. Jetzt gibt's eine Klopperei. Ja, ja. Gleich kommt so ein Fettsack, der möbelt dir richtig eine rein, weil du das Boxen nicht kannst. Echt? Ja. Scheiße. Der wird ja so die Maul. Ey. Zack, Junge. Der ist es noch nicht übrigens. Tee, Alter. Wer kann das mit Tee? Hä? Aber du blockst automatisch, ich nicht. Nee, ich hab das nicht jetzt. Ich hab geblockt. Achso, mit einer Taste richtig, ja. Ne? Achso, okay. E zum Zupacken.
Jetzt weißt du, wie ich das mache. Die ganze Zeit. Wir haben einmal. Yes, yes! Was die Leute nicht wissen. Oh, mein Hut. Wir haben einmal Red Dead Redemption Online gespielt, weil wir mal testen wollten, wie das so ist. Hilft der Bande, die Schläger zu besiegen? Ja, du musst die drei Leute da besiegen. Die drei. Echt? Ja, die drei. Oh, der ist doch da reingekommen. Nee, du musst trotzdem die drei. Ja, da. Oh, jetzt, warte, den hau ich zusammen. Nee, der ist. Ja, klar, Junge. Nein, niemals. Das ist so schwer, da habe ich sogar Probleme gehabt. Oh, hier. Der hat noch nicht mal gezuckt. Scheiße, habe ich nicht aufgepasst. Guck mal, dein Freund wird das zusammengeboxt. Komm, Junge, ich muss meinem Kumpel helfen, du dummes Schwein! Ja! Yes! Du bist ja umgebracht. Echt? Nö. Das hättest du nicht machen sollen. Ey, komm, Junge, wehr dich, Alter. Ich kann ja gar nichts machen, das muss so sein. Nö. Na klar. Ja, jetzt musst du so. Okay. Viel Spaß. Ja, ich glaube, am Anfang prügelt er noch nicht so zu. Ah, der macht richtig Schaden, Alter. Du darfst dich nicht. Da, zack, zack. Scheiße. Scheiße. Du kannst ihn übrigens nicht greifen, das habe ich schon versucht. Okay. Also. Okay. Ich befreie mich. Ich kriege einen Kampf. Der ganze Tisch wackelt so. Nein! Das ist aber auch ein fettes Schwein, ne? Guck dir mal an, wie fett er ist, Alter. Mann, Junge, wieso greift er mich andauernd? Zu viel von Mama Suppe gegessen, was? Ist das, kann ich das nicht abwehren? Es bringt mich so fest zu drücken. Der Tisch wackelt trotzdem noch. Komm, Junge, schlag zu! Schlag! Gib ihm! Ja, du hast gewonnen, Schimmer. Du hast schon gewonnen. Ja, Wanden. Ja, ich klopp ihn einfach weiter. Jetzt hast du gewonnen. Gut. Bin richtig außer Atem hier. Was für ein Kampf, Junge. Guck mich an. Ich hab kaum was abgekriegt. Ja, ja, klar. Junge. Man hat gesehen, wie gut du bist. Ich war nicht schlecht, oder? War ich gut oder war ich gut? Ja, richtig, richtig gut. Ehrlich? Nein. Du hast gesagt, du musstest zweimal kämpfen. Ich hab's beim ersten Mal geschafft. Ich hab dich gesagt, ich muss zweimal kämpfen. Warum hab ich das gesagt? Du hast gesagt, das ist so schwer, ich musste zweimal kämpfen. Du musst zweimal kämpfen. Ach so, ich? Pff, Klacks, Alter. Ah ja. Nee, keine Ahnung. Junge, ich brauch Eis! Ich weiß die Story nicht, ich bin schon Kapitel 3, 4. Ach so? Ja, und du bist immer noch 2. Mhm. Ach, das war unser Kumpel. Ich dachte, dass der ist reingekommen und hat einen Streit angefangen. Ich wollte ihm fast einen aufs Maul hauen. Das hat man gesehen. Mit der Schlägerbande. Deswegen stand ich erst da und dachte mir, die haben den doch schon. Hab ich mir schon gedacht. Danke. Nur, dass du immer schon ein bisschen vorspielst und mir dann Tipps geben kannst. Ich weiß aber nichts mehr. Ach so? Ich bin ja jetzt 3, fast 4 von Kapitel. Du bist immer noch 2, Anfang von 2. Hm, das stimmt. Deshalb weiß ich halt nicht mehr, was passiert. Ah, sehr gut, dann kann ich nicht mehr spoilern. Aber gleich oder später schreit sich jemand an, Blackwater. Und dann musst du hinterher. Ah nee, das hast du ja schon. Das habe ich ja schon. Ja. Den habe ich ja auch im Felsen runtergetreten. Da hast du gesagt, das war ein Fehler. Ja, der hat den richtig tollen Stift gegeben, der hat 150 gekostet. Scheiße. Du hättest ihn vielleicht unten noch ausrauben können. Ist eine Leiche weg wahrscheinlich. Mhm. Ja, schon lange, die ist verrottet. Aber eins kann ich mich noch erinnern, das war richtig geil, das musst du zensieren. Was denn? Also da gehst du saufen mit diesen... Charles? Ja, genau. Mir ist gerade sein Name nicht eingefallen. Und da gehst du in so ein Zimmer. Das fand ich richtig geil. Ja. Einfach so eine Nackte. Echt? Ja, nice. Warte mal, im Lager aber man sieht nur, Brüste. Ja, genau. Sie werden mit dem Symbol Indianerzelt auf der Karte angezeigt. Im Lager sind Missionen verfügbar. Ich glaube, du musst es zensieren, weil sonst wird das Video gesperrt, aber ich bin mir nicht sicher. Das glaube ich nicht, Tim.
bin ich Tim. Wie viele Söhne hast du? Das ist nicht dein Pferd. Steck dein Pferd. Ach so? Zeug? Das ist nicht dein Pferd, der geht einfach hin. Der hat's gesehen, den hau ich zusammen. Nein, du musst ihn fesseln. Und dann in der Ecke schleppen. Echt? Jetzt hast du das gesehen. Der schießt gleich auf dich. Das ist nicht sein Pferd. Man sieht's auch auf der Karte. Er raubt. Wo ist mein Revolver? Ich kann meine Pistole nicht nehmen. Weil du auf der Treppe stehst. Außerdem hast du Tab gedrückt. Du musst Tab gedrückt halten. Und sie sind tot. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt drei. Drei. Mann, ich wollte runter. Ich dachte, das war mein Pferd, Alter. Das dachten wir alle. Okay. Ey, so sah es auch aus, als du geträumt hast. Als du geschlafen. Das stimmt, ja. Hast. Oh, ich hab $5 verloren, Alter. Das ist nicht viel. Ich hab mal 150, 130 verloren. Weil ich mich gestellt habe und in den Knast. Ich hab jetzt hab ich ein Kopfgeld oder was? Nee, jetzt nicht mehr. Das aber, ist mein Pferd, oder? Ja, das ist dein Pferd. Aber ich hab mich stellen lassen, ne? Du hast dich gestellt. Ja. Dann hat er mir zum Dank ins Gesicht gekloppt, so, mit seiner Waffe so. Bam! Dann habe ich da 800 Jahre irgendwie im Knast gesessen. Und was kriege ich dafür, dass ich mich gestellt habe? 130 Abzug. Echt? Ja. Ich stelle mich all nie. All mein Zeug. Weißt du, hätte ich mich lieber schießen sein lassen. Weißt ja. Du? Sollen, weißt du? Ich kämpfe immer bis aufs Letzte. Reit mal da unten. Nee, warte, das ist nicht da. Nee. Was ist das? Warum nicht? Arsch, suchst du Streit? Nee, die töten dich. Echt? Ja, die stechen dich ab. Kann ich nicht abknallen? Nee. Warum nicht? Ey, später musst du aufpassen, da kommt so ein... Warte, steig mal ab. Bremst mal. Was? Steig mal ab. Lauf mal dahin. Jetzt war ich vom Mund zurück. Nicht zu dem. Zu wem dann? Hier hin. Was ist das, Alter? Ja, ein abgerissenes Bein. Lauf mal weiter nach da oben. Da finde ich einen Arm oder was? Nee, einen ganzen Körper und einen abgerissenen Kopf. Nein, hier unter die Brücke. Was siehst ist du das denn los, Alter? Siehst du den nicht hängen, Alter? Guck mal nach oben. Alter, was ist da los? Ja. Wo bin ich hier hingeraten? Und da. Und da finde ich seine Runkel rüber. Boah. Untersuchen. Der Arme, Alter. Ein armer Bastard. Look on my works. Hast du nicht gerade Bastard gesagt? Guck, was da drauf ist. Das ist eine Karte. Eine Schatzkarte. Das ist der brutalste Mörder, den es überhaupt in Red Dead Redemption gibt. Der hat die größte Gang. Ach so? Der hat so einen Zauberrevolver, der schießt einmal und du bist tot. Echt? Oh. Und das ist ein richtig kranker Mörder. Willst du mal eine Schweinemaske finden? Klar. Ja, du musst aber richtig weit reiten. Können wir dann rausschneiden. Ey, ich hab Wecker ja auch nicht gestellt. Wo ist mein Handy? Ich spiele mit Wecker. Ja, wir müssen noch die Zeit einhalten. Ey, nimmst du mal die Käsequante aus dem Bild? Machst du meinen Fuß so? Warte, die Uhr, der Timer, Stoppuhr, Timer. 20 Minuten, ich glaube, oder sagen wir mal 24. Wir spielen schon ungefähr 6 Minuten, oder? Was machst du denn, du Tier? Hab ich kurz hingeschaut. Ach nee, da steht's ja 13 Minuten spielen. Nee, wir haben ja noch die Kamera gestartet. Alles gut. Ich klatsch dich gleich zusammen. Jetzt habe ich verpasst, wo ich hinreiten wollte. Vergessen, meine ich. Ins Camp. Verpasst. Das war so eine ganz... Später, wenn du irgendwann in der Stadt bist, kommt da hinter diesem Baum irgend so ein komischer Wagen mit lauter Typen vorgeritten. Und dann gehst du so...
und alle tot. Echt? Du auch. Warum das? Weil die dich umbringen. Ist ja nicht so eine alte, wo ich dich unter ansprechen muss. Naja, jetzt gibt dir kein Geld mehr. Die gibt dir nur zum ersten Mal Geld. Aber die schießen irgendwann vielleicht mal auf dich. Da, den hättest du ansprechen müssen. Irgendwann schießen die mal auf dich. Wenn du wenn du mit einer Maske dahin gehst, dann schießen die auf dich. Weil die nicht wissen, wer du bist. Ach so. Aber du musst dann ganz schnell die Maske wieder abnehmen, ne? Damit die checken. Es ist ja Mr. Morgen Abend Rot. Mr. Morgen. Morgen. Keine Vorräte, oder? Ja, alles weg. Ich habe mir letztes Mal angeguckt mit dem Hirsch, Alter. Wir haben den Hirsch hingebracht, aber er wollte ihn noch nicht. Ich hab's gecheckt, wie das funktioniert. Bin ich besoffen oder was? Sah es aus. Auch schön in den Code oder was das ist, ey. Was machst du da? Eigentlich wollte ich. Das geht? Bringt das Holz zur Futterstelle? Ah. Ich wollte eigentlich meinen Hut aufnehmen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich weiß, wie man seine Vorräte auffüllt und das verbessert und sowas. Dann kannst du dir auch immer was grabben davon. Sieht aber nicht aus wie eine Futterstelle. Sieht nee. Aus wie eine ganz normale Landschaft. Was? Boah, Alter. Du Trottel. Was für ein Scheiß. Hast einfach, steht da so, ja, hier, da, die Taste drücken, um es zu unterbrechen. Bring den Sack zu Pearsons Wagen. Hey, jetzt hast du aber was anderes. Ja. Wo ist Pearsons Wagen? Ich sehe zwei Kreuze auf der Map. Ja, davor waren auch zwei Kreuze. Ist egal welcher Ort, können beide sein. Okay. Was denkst du, was da drin ist? Zement. Zum Fleischer? Zum Fleischer. Ablegen. Zum Fleischer wird mit, natürlich Zement hingebracht. Oh, plus 5. Irgendwas. Ah. Du musst das aber nicht machen. Du musst mit irgendeinem so Typen reden, ne? Spenden? Nein. Spenden? Wir hätten das Reh spenden müssen fürs Lager. Ja, ich weiß. Aber dafür kriegst du nichts, wenn du spendest. Verbesserung? Was sind Verbesserung? Tasche. Oh, ich hab nichts. Okay. Das bringt nichts, das ist nur Aussehen. Aber um dein Lager zu verbessern, musst du an den Tisch da gehen. Aber ist auch egal, weil dein Lager verschiebt sich ja sowieso irgendwann. Ach so? Wieso? Was heißt da unten dieser gelbe Strich eigentlich? Nichts. Das ist der maximale Lautstärke bis dahin. Ach so. Was machst du? Hör doch auf! Ich will füttern! Lass das! Nein! Du Psycho! Das bringt dir nichts, außer guten Ruf, aber... Ja, ist doch schön. Guck mal, du arbeitest 30 Stunden für einen guten Ruf, weißt du? Und mit einem Schuss verlierst du 30 guten Ruf. Dead Eye, ich hab Dead Eye gekriegt, Alter, das ist doch eine Belohnung. Du hattest Dead Eye davor schon. Nein, steht's da, du hast Dead Eye gekriegt, ein paar Prozent. Ja, das stand so. Aber, du hast Dead Eye auf Level 3 gespracht. Ja, Ruhe. Ja, aber nicht Dead Eye bekommen. Kick. Ja, naja. Ich habe Dead Eye Zuwachs gekriegt. Mit dem Penner da unten musst du reden, ne? Es ist kein Penner, aber. Das ist Horus. Was weiß ich? Hose? Hose. Hosea. Ach, Hosea, da unten steht's ja. Der also. Heißt Hose. Hose, siehst du? Hose. Hose. Ah. Oh, die Mission ist so langweilig. Jetzt Bären jagen, ja? Nee. Nee, wir gehen jetzt Fische mal schießen. Die kann man nicht mit der Angel rausholen. Die muss so bam 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 aus dem Wasser.
muss ja jetzt verkaufen gehen. Ach so? Du kannst ja ein neues Pferd holen. Das war immer eigentlich mein Pferd, was ich hatte. Ja, das behältst du. Nee, das behältst du nicht. Das Pferd behältst du jetzt nicht. Das andere Pferd behältst du auch nicht. Gar kein Pferd behältst du. Du musst jetzt alle verkaufen und dann kriegst du ein neues. Ja, warum hast du... Stell dich neben dein neues Pferd. Das neue Pferd ist gleich weg, weil du es verkaufen musst. Oh, Alter. Jetzt Hage drückt er. Ja, ich drücke. Ach nee. Ist okay. Das Pferd ist größer als meins. Ja. Ist auch besser. Nee, finde ich nicht so. Ich finde das schöner. Viel schöner. Ultimativ schön. Aber du musst es sowieso jetzt verkaufen. Schade. Boah, schon wieder dieser Windows-Kram, Alter. Der, die, das, wieso, weshalb, warum. Dann müssen wir mal gucken, nicht, dass uns die Kamera wieder ausgeht, wie beim letzten Mal. Ja, ich guck die ganze Zeit schon in die Kamera rein. Also, nicht in die Kamera, sondern, also, ne? Mhm. Das ist, glaube ich, immer bloß gefährlich, wenn wir euch was mit Alt drücken müssen. Bei mir ist das nicht so. Du musst gedrückt halten. Ah, es geht bei der Mission nicht. Du Spacken. Du Keck. Ich war trainieren, Zickberge. Guck mal, die Berge da hinten, da kannst du später hinreiten. Die sind so scheiße. Sieht so cool aus, Mann. Ja, es ist scheiße so oben. Du musst irgend so einen Besoffenen töten. Ja? Also nicht töten, sondern einfangen, der will sich selber erschießen. Ach so? Warum lassen wir ihn nicht? Weil das irgendein Cousin oder da liegt was. Oder? Ach, das ist das Bein von vorne. Da liegt was. Jetzt habe ich sie gesehen. Da waren von... wir so vor ein paar Minuten. Da liegt was. Idiot, vorne ist nicht gesehen. Aber jetzt von der Seite siehst du das. Du hast das auch bloß gesehen, als du von der Seite gekommen bist. Nee. Doch. Hä, hey, wir sind doch von der anderen Seite gekommen. Ja, du hast es doch schon gewusst, dass es das doch liegt. Das ist erst nach der Prügelmission da. Die du schon gemacht hast. Ja, aber soll ich denn einmal so rumreiten oder was? Ich komme doch von der Prügelmission auch genau den Weg wie du. Und hast es nicht gefunden? Du hast es dann gefunden? Natürlich, ich hab's da gefunden. Nein, hast du nicht. Du bist recht. Außerdem hast du im Internet nachgeguckt. Nein, ja, weil dieses Bein und diese Karte so wichtig ist, Alter. Das ist eine Nebenmission. Mission, Alter. Mission. Guck mal, das Haus wird später richtig wichtig. Nee, Spaß, ich weiß gar nicht, was damit passiert. Das ist meins. Nein! Bringt das Pferd in den Stall. Ist nicht dein Haus. Aber man kann sich später ein Haus kaufen. Was ist eigentlich mit meinem Sattel? Der ist scheiße. Nee. Das hat verschissen. Noch in den Ofen geschissen. Bei mir sieht der anders aus. Was hat der gemacht? The Cell? No, 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 no. Das Pferd, was du da hast, ne? Hm? Kostet 150. Für wie viel kannst du es nur verkaufen? 60. Echt? Ja. Ich keine Papiere habe. Nee, auch ohne Papiere kostet das 150. Ach so? Ah, 65 sogar. Stallen, verkaufen. Du kannst nur verkaufen. Stallen habe ich versucht. Da, das ging nicht. Okay. Nein, nee. Guck mal hier auf die. Oh, das sieht gut aus. Du musst auch auf die Werte schauen, aber ja. Die Werte hier sind wichtiger. Okay. Guck mal das für 450 an. Die Werte. Schon von alleine, von Level 1. Ja. So krass, weißt du. Aber wir haben gar nicht, wir haben plus 150. Nein, du hast 162. Ja, aber für 150. Nein! Das kaufen? Ist eigentlich egal. Du könntest dir das für... Das sieht doch größer aus. Das sieht aus wie ein... Ja, aber du könntest dir das für 15 holen. Und dann könntest du noch ein bisschen Geld zusammenholen. Und dann könntest du später das für 450 kaufen. Und dafür das verkaufen. Das verreckt mir doch auf dem halben Weg. Nee.
Nicht? Das ist okay. Ich habe so eins immer. Das hat gar keinen. Was ist denn das hier überhaupt? Eine Pferdezielscheibe? Das ist Level 1. Das hat noch nicht mal Level 1, das hat Level 1. Eigentlich ist das schlechter, weil das schon auf Level 1 ist und die Werte erst so hatte. Das ist noch nicht mal gelevelt und hat die Werte schon fast so gut, weißt du? Okay. Es ist so richtig scheiße. Scheiß Pferd. Nein. Scheiß Pferd. Kacke. Klepper. Mein Klepper. Nichts kaufen würde es jetzt. Ich hab doch eigentlich alles, oder? Ja. Nee. Der hat gesoffen. Das sieht aus, als hätte es im Matsch gelegen. Alles sieht aus, als hätte es im Matsch gelegen. Das hat er auch. Alle. Das doch auch. Das war vorhin nur sauber, weißt du? Die haben das ja extra mit Erde beworfen. Hä? Oh, hä? Strickel. Hast du gesehen? Was war das? Weiß ich. Grafikfehler. Ich dachte, er wollte mir einen Striegel geben und ich habe eine Möhre gekriegt. Was? Nein. Ja, hast du gesehen, das war so weiß? Und dann geht er so näher hin und dann holt er. Hast du es gesehen? Das sah so richtig komisch aus. Kannst du nochmal in der Aufnahme schauen? Ich hab da so mega. Ich bin da so mega rage geworden bei dem Moment so. Moment. Oh, das Pferd sieht so winzig aus, Alter. Ja, es ist auch kleine Scheiße. Oh, hier, wie so ein Esel irgendwie. Was habe ich mir gekauft? Ich will es zurücktauschen. Kannst du wieder reingehen und verkaufen? Ja? Oh ne, jetzt nicht, weil deine Mission dich behindert macht. Ich habe natürlich wieder kein Zielfernrohr auf meiner Knarre. Außer ist eigentlich okay, es reitet sich gut. Es ist schnell. Nicht wirklich. Und wendig. Mann! Sieht man. Sieht man noch. Ja, es sieht trotzdem aus, als hätte es sich mit Schmutz beschmutzt. Mhm. Bleib mal ein bisschen stehen und dann bürst es mal. Dann bist du noch schneller. Also ein Stück schneller. Ich bleib jetzt nicht stehen. Da reitet man doch. Nein, der Mann, was ist der denn? Der reitet nur ein bisschen weg. Guck, der bleibt doch stehen. Ich will es jetzt nicht bürsten. Nein. You was? You know. Naja, für 15 Dollar, Alter. Ein komplettes Pferd. Gerade ist nicht noch richtig beschwert. Nein, also, ich bin zufrieden. Nee, gerade hast du dich noch beschwert, wo du damit rauskommst. Scheiße. Weil das so winzig aussieht. Aber. Ja, ist doch gut. Aber es reitet sich gut. Oh, Wapiti Reservation. Was? Indianer. Ich glaube, da oben steht dann der Irre, der von da runterspringen möchte. Hirsche, Wapiti sind doch Hirsche, oder? Aber ich glaube, später steht der Irre da oben und will sich selbst will so springen. Dann musst du den später mit so einem Lasso holen. Aha. Naja, ich weiß nicht, ob das der Berg ist. Aber ich glaube, es ist ein anderer. Ja, ist ein anderer. Ist kann ich nur runterschießen? Ist er tot. Mir doch egal. Nein, dann ist ja deine Mission fehlgeschlagen. Ne Pech? Und wir können das Pferd nee, ist nicht der Berg. Ist nicht der Berg. Ist nicht der Berg. Folgerhose. Hose, Folgerhose. E. A. Heute rührt er keine Pampe zusammen. Ist echt so. Doch, später kocht er mit dir. Gib dir ein paar Kochstunden so. Ist auch gleich so. Mhm. Nennen wir ihn Hos. E. A. Okay? Mm-mm. Ich nenne ihn so. Ich nenne ihn Hoss. 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 Ich nenne ihn Flasche. Wer denkst du mir zuerst stirbt? Ich bin da gestorben. Ja, keinen Hasen, Alter. Also später. Meine ich. Ich bin da gestorben beim Jagen von einem Hasen. Hm. Nein.
Hey, du hast eine andere Flinte, geh zu deinem. Ja, jetzt noch zu deinem Pferd laufen. Warum? Wenn du eine andere Waffe hast. Tab gedrückt halten. Tab gedrückt halten. Ja. Nicht B. So, und jetzt gehst du auf eine beliebige Waffe. Nochmal? 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 Okay, du hast die Waffe nicht. Hä? Ich hab nur die. Hä, aber der hat. Bei mir hat er mir so eine Zielfernrohrwaffe gegeben. Ja, die hat der Alte. Ja, aber mir hat er auch eine gegeben. Schwachkopf. Mir hat er eine gegeben, die nicht. Was ist das für ein Scheiß, so, Junge? Du Spaß. Kannst mich mal. Warte, hier. Ich konnte doch sein Inventar durchsuchen, oder? Nee, so dein Pferd. So, ich soll einen Hasen erschießen. Nee. Nee. Nichts leichter als das. Das findet Unge gar nicht gut. Mir doch egal. Ich will ja meine Mission machen. Wo ist der Drecksköter? Ach, da. Vielleicht in dem markierten Gebiet. Ja. Aber ich muss auch keinen Hasen jagen, von daher. Da, da. Wo? Das da. Ist ein Was? Hase. Ach so, Tatsache. Oh mein Gott, viel zu spät. Viel zu spät, ey. Psst, da. Schieß doch nur! Der wäre auch ein normaler Schutz gegeben. Du warst einfach zu doof! So, jetzt hier habe ich einen Hasen, Junge. Ey, hebst du den mal mit auf, Alter? Oh, 2, 4. Nein, Spaß. Ja. Ist da nichts Sinnvolleres zu erzählen? Nee, hast du was? Schnell gekontert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du sollst, was soll ich denn machen? Drücken. Und nun? Ah. Ja, weil du nur Scheiße laufst. Ich hab nicht aufgepasst. Du passt auch nie auf, auch wenn ich keine Scheiße laufe. Ich hab gar nichts gesagt, wenn du hier was gemacht hast. Was ist ein Verrückter an der Kamera so. Es muss kochen. Ach so, dann mach du doch. Ich kann auch mal was machen, Alter. Rezept, hier Pfeiltasten, Alter. Hast du keine Ahnung? Oder? Auf! Hast du keine Ahnung? Nee. Ja, merke ich schon. Nutze Enter, um Hasen schneller zu kochen. Nein! Space, bist du blind? Ey, da steht Enter! Ja, weil du das umgestellt hast. Habe ich nicht. Jetzt hast du einen gegessen, den nächsten stecke ich ein. Okay. Einfach 4 Fleisch von einem Häschen bekommt. Normal bekommt man 1 pro Häschen. Wieso? Weiß ich nicht. Du hast 4 Läufer. Wie kriegst du und solche Klumpen? Und Kopf? Wie kriegst du solche Klumpen 4-mal davon raus? Ey, du hast doch keinen Hasen gesehen, Alter. Weißt du, wie groß die Viecher sind? Kriegst du so. Hast du mal gesehen, wie klein das Häschen war, was du erschossen hast? Das war so klein, weil ich so groß bin. Nein. Das war's? Ja. Sehr schön. Jetzt gehst du schlafen. Warte. Na gut. Also, alright. So ein Aura. Nach dem Monster suchen, drücke E, um auszuwählen, wie lange du schlafen möchtest. Was für ein Monster? Morgen 7 Stunden, ich habe ja bloß die Wahl zwischen 7 Stunden und 7 Stunden. Ja, der erklärt dir das so, wenn du das frei machst. Mhm. Das kann man nämlich auch so machen. Aber was hast du gesagt vor dem Monster? Ja. Welches Monster? Ja, hat der doch gesagt. Ach so. Ach, damit meinte ich den Bären. Ja. Ich dachte, du hast es gesagt. Mhm. Hast du nicht gesehen, was der da oben.
labern. Da ist schon wieder am Tee kochen und so. Kaffee. Nein, Tee. Er hat gesagt Kaffee. Ist aber in Wirklichkeit Tee. Ja. Dein Arschwasser, Alter. Er hat sich aber nicht die Zähne geputzt. Putzt euch nie die Zähne. Wären wir natürlich Fisch. Ah ja, jetzt kannst du Köder bauen. Funktioniert gar nicht, was ihr jetzt macht. Also im freien Spiel funktioniert das gar nicht. Hier Thunfisch in der Büchse. Fisch, Beeren. Ich will kochen. Ja, los kochen. Dass du da was machst. Es ist einfach so, du sitzt da, ich sitz da. Naja. Man sieht ja gar nicht, was ich hier mache. Dass ich nichts mache, sieht man doch, weil ich meine Hände hier ab. So, was jetzt? Fertig? Dass ich nichts mache, sieht man auch hier, weil ich meine Hände hier ab. Fertig. Im Moment passiert so gar nicht. Oh, weggehen. Mir muss schon einmal tippen. Ist komisch manchmal, oder? Steige auf dein Esel. Du hast es Esel genannt. Klepper. Nein, du hast es vorhin Esel genannt. Ist das so groß wie ein Esel? Mhm. Esel. Esel von Pooper. Du siehst aus wie ein Mistkäfer, Junge. Ist das? Dich nenne ich Mist. Misty? Du bist Specki, der Madenschiss. Seit wann scheißen Maden Speck? Seit es dich gibt. Ach so. Von einer Made ausgeschissen. Mama? Nein! Wir sagen bloß, dass es deine Mama ist. Du wurdest aus einer Made gequetscht. Was ist das für ein Haus? Keine Ahnung, dein Madenhaus. Da wohne ich drin. Du mit den Maden, ich glaube, du hast ein Problem mit Maden. Kann das sein? Mhm. Oh Mann! Heute reißt es mich aber schon weg hier. Mich auch, weil es langweilig ist. Ja, es ist halt, man hat halt immer nicht viel zu tun. Die labern und du reitest, hältst ja ein paar Tasten gedrückt. Die Klopperei vorhin, die war auch schön. Die haben mir auch mehr du gefallen. Hast noch nicht die Schrotflinte, oder? Nee. Scheiße. Dann kannst du den Bär nicht holen. Nicht? Mhm. Ich kann ihn doch mit der Winchester erschießen. Schwer. Scheiße erstmal. Oh. Gut. Halbe Stunde ist rum. Da sagen wir erstmal Tschüss an dieser Stelle. Ja? Ja. Bis zur nächsten Folge. Ich drehe ja schon durch. Jetzt habe ich ja natürlich mein Dead Eye verballert. Nee, das verballerst du nicht dabei. Ach so? Ah, das ist gut. Beim Spurenlesen nicht. Nur wenn du deine Waffe draußen hast. So, na dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss. Sträube dich nicht so. Sage Tschüss. Da. Tschüss. Ich sag's doch, er kommt doch hier nicht mal heil aus dem Zimmer raus. So dumm.